Einen wunderschönen. Jetzt wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Mich hat ein Zuschauer über Instagram kontaktiert und mir gesagt, er hat einen richtig coolen See, den er mir mal gerne zeigen will. Aber bevor wir da jetzt hinfahren, will ich erstmal ganz kurz nach dem Outdoor-Aquarium gucken. Ich glaube, das ist nämlich gleich eskaliert. Wir gucken mal. Ihr seht, der Pool steht auch mittlerweile. Aber, boah, ey, schaut euch das mal an. Das ist ja komplett eskaliert. Das ist ja mindestens mal 1,20 Meter, diese eine komische Pflanze da. Erdbeeren sind gewachsen. Fokus, wo bist du? Da. Erdbeeren kommen. Die Pumpe läuft gerade ein bisschen trocken. Ich muss noch ein bisschen Wasser auffüllen. Ja, und die Münze ist auch komplett eskaliert. Genauso wie das Schnittlauch da hinten. Richtig heftig. Und ja, ich glaube, guck mal, sogar hier. Wir haben sogar in der Lysmatia hier Blüten. Wie geil ist das denn? Das habe ich doch gar nicht gesehen. Sieht ja richtig mega aus. Sehr geil, dass die hier blühen. Ja, und mein Baum ist auch so ein bisschen gewachsen. Das heißt ein bisschen, der kriegt schon langsam hier einen richtigen Stamm. Richtig cool. Da werde ich auf jeden Fall jetzt die Tage auch noch ein Update drehen. Die Algen sind ja auch weggegangen, ist mir gerade aufgefallen. Schaut euch das mal an. Da ist kommen noch Alge drin. Krass. Okay. Ja, ich werde jetzt einmal kurz ein bisschen Wasser auffüllen. Und dann fahren wir aber erstmal kurz zu dem Zuschauer. Das ist hier bei mir in der Nähe. Und schauen uns mal den See an dort. Erstmal brauchen wir Wasser. So, mit der Pumpe muss ich mir irgendwas einfallen lassen, dass die nicht als trocken läuft. Weil ich habe die beim letzten Mal ein bisschen höher gesetzt. Und sobald der Wasserstand jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 6 cm verschwunden ist, ich glaube, ihr hört es da, dann läuft die so ein bisschen trocken. Ich stehe gleich mal ganz kurz hier hin. So. Also, einfach mal 10 Liter Wasser rein. Dann passt das auch wieder. Ja, wie gesagt, da gibt es jetzt erstmal ein Update. Ich glaube, ja, Ende der Woche oder Anfang nächster Woche. Und dann werde ich euch auch mal darüber informieren, was mit dem Aquarium hier ist. Da habe ich nämlich auch noch was vor mit. Aber wie gesagt, jetzt haben wir Wasser aufgefüllt. Jetzt fahren wir erstmal kurz zu dem See. So, und der Wasserdrohne, Drohne, Watthose und so weiter und so fort habe ich schon alles eingepackt. Was ich noch brauche, ist mein Kamerarucksack, den Hund natürlich. Der kommt nämlich heute auch wieder mit, gell Gizmo? Hast du schon wieder mal, warum ist denn so nass? Na, egal. Und was ich auf jeden Fall noch brauche, ist hier mein Lebenselixier, Holy Energy. Ich glaube, ohne das würde ich den ganzen Content hier nicht schaffen. Ich bin ja nur noch unterwegs aktuell. Und ach, ich erkläre mal ganz kurz, was Holy überhaupt ist. Holy ist ein Energy Drink, ohne Zucker, ohne Taurin, ohne sonstigen Quatsch drin. Den benutze ich schon ultra lange und ja, der hält mich auf jeden Fall fit und fokussiert mich. Ah, perfekt, die Box steht noch hier. Dann kann ich euch gleich mal das Deluxe Starter Paket kurz zeigen. Das ist nämlich heute gekommen. In dem Paket sind alle Sorten, die Holy vertreibt, also die Hydration Drinks sind da drin. Geht denn so aus. Dann der Eistee, den Holy vertreibt, ist hier auch drin. Alle Sorten einmal zum Probieren. Und natürlich Holy Energy Drink. Da sind auch alle Sorten am Start. Und ja, wenn euch Holy auch interessiert, schaut mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Mit dem Rabattcode HEUER5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Mit dem Rabattcode HEUER, falls ihr schon mal bestellt habt, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Und ich würde euch empfehlen, checkt mal das Deluxe Starter Paket aus. Da ist ein Shaker mit dabei. Und wie gesagt, von allen Sorten, die Holy hat, 1 bis 2 Stück. Ne, Quatsch, 2 Stück oder 3 Stück sogar. Ja, von den Hydration Drinks sind 3 Stück drin pro Sorte. Von den Eis hier sind 2 pro Sorte drin. Und von den Energy Drinks auch 2. Da könnt ihr schon mal durchprobieren, was euch am besten schmeckt. Mein aktueller Favorit ist hier der. Moment, wo ist er? Der Piranha. Ey, schmeckt so lecker das Zeug. Ohne Spaß, ich habe nie so einen leckeren Energy Drink getrunken, vor allem halt ohne Zucker, ja. Gut, ich packe jetzt hier kurz zusammen und dann fahren wir erstmal los und checken mal das neue Gewässer aus, das mir der Zuschauer da zeigen will. Er hat gerade schon geschrieben. Auf geht's. Auf, komm, Gizmo. Auf, du kommst auch mit. Los jetzt. Gut. Den nehmen wir natürlich auch mit. So, da sind wir schon. Ging jetzt echt schnell. Servus. Ja, du darfst natürlich auch raus. Hi. Hi Flo. Sascha. Das ist der Zuschauer, der hier uns den See hier gezeigt hat. Gute. Wir schauen uns das mal an.
Ja. Ja. Coole Sache. Vielen Dank nochmal. Kein Problem. Gucken wir mal, ob was Brauchbares dabei ist. Genau, das sieht ja schon ganz gut versprechend aus. Kommt noch die Frau. Ja. Macht da was dazu. Frau ist auch da. Sehr gut. Hi. 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 Sascha. Tatjana. Hi. Okay, du hast gerade gesagt, hier ist eine Gewässerkarte, oder wie? Genau. Ich glaube, wir verpixeln einfach mal den See, dass keiner weiß, wo es ist. Aber das ist schon mal sehr gut zu wissen. Weil ihr wisst ja, die Drohne geht ja nur maximal 15 Meter. Ja. Dann haben wir hier auch eine Tafel, was Fische im See gefangen worden sind schon. Okay, also das ist auch ein Angelsee, ne? Das ist ein Angelsee, ja. Das Krebs ist auch drin, ne? Okay. Ja, cool. Wir sollten vielleicht dazu sagen, also hier kommt man als normaler Einwanderer rein. Ne? Nein, das ist privat. Das sieht doch schon echt sehr gut aus. Wenn man jetzt von hier aus schaut, kann man jetzt, wenn die Sonne ein bisschen kommt, siehst du hier an der Treppe schon. Naja, da bewegt sich schon. Schwimmt, ne? Okay, ja, geil. Wie groß ist der See? Oh, gute Frage. Sehr groß. Da ist auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Leben drin. Ich glaube, ihr seht es auch von oben. Ja, cool. Ey. Ich würde sagen, ich packe mal die mit der Wasserdrohne aus und dann gehen wir mal noch eine tauchen, oder? Ja. So, packen wir mal die mit der Wasserdrohne ein. Ich glaube, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Gucken wir erstmal, was wir damit alles sehen. Ja, ich glaube, hier ist noch ein ganz guter Platz. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt ein bisschen Probleme mit dem Grundwasser, ist ein bisschen hoch, ne? Genau, der Wasserstand ist etwas hoch. Ich glaube, da hinten sieht man es ein bisschen besser. Wenn ihr schon mal die Bank anschaut, die steht im Wasser. Aber ich denke mal, hier ist eine ganz gute Stelle, dass wir die Drohne mal reinschmeißen. Da ist auch ordentlich Bewegung im Wasser. Ja, das machen wir mal. Gut, Drohne steht und rein damit. So, wir nutzen die Gelegenheit gleich auch mal, um den Test zu machen. Ihr habt in den Kommentaren geschrieben, ich soll mal ausprobieren, nicht mit Ultraweitwinkel zu filmen, sondern mit standardlinearem Bild. Die Aufnahmen seht ihr jetzt. Also da sieht man auf jeden Fall eine große Anzahl von Rotfedern, oder? Was sind das? Rotfedern. Ja, oder Rotaugen, ich weiß nicht. Da eher Rotfedern wahrscheinlich. Rotfedern. Ich lasse schon mal mit ein paar Impressionen alleine. Viel Spaß damit. Thank you.
Ausflug. Auf jeden Fall haben wir einiges an Rotfedern sind es wahrscheinlich, ne? Ja. Und wo hast du denn gerade gesehen? Schaut mal, was hier ist. Auf Borneo haben wir so vergeblich gesucht. Zum Glück, muss ich sagen. Aber hier sind Blutegel am Start. Wer opfert sich, um den mal zu testen? Nein. Aber schaut euch mal die geilen Aufnahmen an. Also hier ist ordentlich was los unter Wasser. Und hier ist eine kleine Kröte. Wo ist sie jetzt? Verschwunden. Okay, da ist er. Aber wo kommt der Blutegel jetzt her? Gehst du mal, hast du denn angeschleppt? Was machst du da eigentlich? Guck mal, wie du schon wieder aussiehst. Ich hab gar nichts gemacht. Ey. Gar nichts. Ja, super. So, jetzt müssen wir natürlich die Kamera mal wieder laden. Ihr kennt das Spiel ja, immer nur 15 Minuten Aufnahme, dann 20 Minuten laden. Aber erklär doch mal so ein paar Hintergrundfakten hier von dem See generell. Weil der ist ja echt sehr naturnah angelehnt, ne? Ja, es ist ein Vereinsgewässer. Der Verein legt halt auch Wert drauf, dass sich jede Tierart wohlfühlt, nicht nur unsere Fische. Und hier zum Beispiel zu sehen auch dann mal Plätze geschaffen, wo sich Reptilien verkriechen können. Weiter hinten auch mit Steinen. Am anderen Ende haben wir einen Strand, wo auch Sandbienen drin nisten können. Eisvögel sind hier zu sehen. Der Verein tut keine Forellen besetzen, damit halt so eine Brut, wie man jetzt gerade gesehen hat in dem Video, auch überleben kann und nicht von Forellen weggefressen wird. So schaut man, dass halt das Große und Ganze halt auch irgendwo erhalten bleibt. Ja, das Wasser ist auch echt sehr klar, muss ich sagen. Also ich habe andere Angelseen gesehen, die sind ja komplett schwarz eigentlich, ne? Ja, ja. Gut, kommt halt auch dann drauf an, wahrscheinlich mit den Unterwasserpflanzen, was da drin ist. Ne? Wir kommen jetzt leider nicht so weit hier rein. Ich denke mal, dass wir bestimmt nicht den letzten Besuch hier haben, oder? Dass wir vielleicht im Sommer, wenn mal richtig ja, alles wieder auf Normallevel ist, vielleicht mal eine Runde läuft und überall mal die Drohne reinhängen. Ja, ne? Aber wir wollen mal gucken, vielleicht finden wir noch Zander oder sowas, oder was hast du gemeint? Mal schauen, ja, da hinten ist eine tiefere Ecke. Ja. Und ein großer Wels hast du gemeint, ist hier sind Taucher, du hast mir ein Video von einem Taucher geschickt. Genau, ne? Ein Tauchverein kommt hier zweimal im Jahr, die halt auch für sich den Spaß nutzen zum Tauchen und für den Verein dann Gewässerproben nehmen, Pflanzenproben nehmen, dass man schaut, dass halt auch das Ganze soweit stimmt. Okay. Und beim letzten Tauchgang wurde dann da hinten an der Insel ein Wels gesichtet, der ja über einen Meter groß sein soll. Okay, das ist krass. Hier ist auch echt ordentlich was los. Das habt ihr gerade unter Wasser gesehen, also hier springt es die ganze Zeit. Scheinen die Rotfedern zu sein. Vielleicht könnte man ja im Sommer mal hier ein bisschen schnorcheln gehen, oder? Ja, klar. Gucken wir mal. Jetzt hängen wir gleich erstmal nochmal die Drohne rein und gucken, was wir sonst noch an Fischen finden. Gut, Kamera ist gleich wieder aufgeladen und jetzt probieren wir das Ganze noch mal in extra weit, so wie ich es eigentlich immer vorher gefilmt habe. Und dann könnt ihr euch mal den Unterschied anschauen und könnt mal in den Kommentaren schreiben, was ihr besser findet. Okay, dann Runde 2. So, bei der Fahrt hatten wir jetzt halt das Problem, dass die Sonne kurz weg war. Das sieht man natürlich auch gleich in der Bildqualität. Ist alles ein bisschen dunkler und verwaschener. Aber ja, man sieht, glaube ich, einen Unterschied zwischen dem Weitwinkel und der linearen Einstellung. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das Weitwinkel besser bei, ja, sagen wir, Landschafts- und der Wasserlandschaftsaufnahmen. Das sieht einfach besser aus. Aber dem Fischen, habt ihr schon recht, ist es ein bisschen verzerrt. Wobei man aber auch halt wieder mehr sieht, also mehr Sichtfeld hat. Ja. Ich weiß nicht, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Das, was am Anfang war oder jetzt mit der Ultraweiteinstellung. Und dann habe ich noch eine Frage. Guckt euch mal die Fische an, die stehen senkrecht nach unten. Was hat denn das zu bedeuten? Ich habe das des Öfteren gesehen. Hier ist nochmal eine kurze Aufnahme von dem vorherigen Video. Was hat denn das zu bedeuten? Das ist mir irgendwie komisch vorgekommen. Vielleicht kann es ja der eine oder andere beantworten. Und ich hoffe auch, dass es Rotfedern sind und nichts anderes. Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Also seht ihr mal einen Unterschied zwischen den zwei Kameraeinstellungen. Da ist echt einiges los.
Wasser brodelt. Gut, dann holen wir die Drohne jetzt nochmal rein und gehen nochmal an eine andere Stelle. Mal gucken, ob wir da noch was anderes finden. Gizmo? Hallo? Hey? Hey, was machst du denn da eigentlich? Gar nichts! Gut, dann ziehen wir mal um. Wo gehen wir denn am besten hin? Wollen wir mal da vorne hingehen, wo wir am Anfang waren? Genau, da können wir mal gucken. Da war es halt relativ oder flach. Im Prinzip da drüben unter den Seerosenfleisch mal vielleicht. Ja, vielleicht sehen wir ja ein Hecht, ja. Ich glaube, das sieht echt ganz vielversprechend aus da. Ja, wir gehen nochmal an die Stelle, wo wir zuerst waren. Das ist hier vorne. Da gehen wir nochmal dahin. Ja. Da springt es wieder. Schau ich das mal an. Ja. Das war da, wo wir gerade drin waren mit der Drohne. Gut, weiter geht's. So, jetzt sind wir nochmal hier an der ersten Stelle. Ich hab's gerade schon gesagt, hier ist relativ flach hier vorne, ne? Genau, ja. Ist hier normalerweise eine Bootsanlegestelle? Normalerweise Wiese, ja. Das Boot kann man hier vorne. Ja, man sieht es ein bisschen. Ja, man sieht schlecht, ja. Wahrscheinlich, wo es eigentlich im Wasser steht. Ja, Gizmo, guck mal, wie tief das Wasser ist, wo wir mit der Drohne rein können. Ich glaube hier vorne. Ja, da passt's, ja. Dann können wir auch mal da unter die Seerosen. Ja. Können wir gleich mal schauen. Pflanzenmäßig sieht man hier, ich meine, es ist Hornkraut. Und auch. Ist das. Das ist doch Ricardia, das ist doch Schwimmmoos. Das ist eigentlich ein Aquarienmoos. Krass. Sieht man es? Ich glaube schon, oder? Ja. Moment, ich mach mal die Kameraeinstellung ein bisschen besser. So. Das sieht aus wie Ricardia. Krass. Das ist alles voll hier, sehe ich gerade. Vom Hang? Ne, also das kann im Trockenen wachsen, aber und hier ist auch Moos. Also das ist ein anderes Moos. Also korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das ist Ricardia. Was sagst du, Gizmo? Gar nichts! So, hier haben wir jetzt, ich weiß nicht, was es ist, irgendwas Kleines. Irgendwelche Jungfische. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was es ist, weil wir sehen es jetzt hier gerade aktuell auf der Kameraeinstellung nicht. Was denkst du? Vermutung? Schwer zu schätzen, kann man. Goldfisch. Ja, das ist eher nicht. Nee, ich ist auch nicht von der Form her. Ja. Schreibt mal in die Kommentare. Gut, also haben wir jetzt hier auch mal abgefilmt. Also wie gerade nochmal gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was es ist. Hier auf den Aufnahmen, also vor Ort erkennt man es nicht wirklich, aber ihr erkennt es bestimmt. So, ja,
Ich würde sagen, erfolgreicher Drehtag auf jeden Fall. Rotfedern, das war so mit das Highlight, ne? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr noch ein paar schöne Bilder dabei. Ich denke auch, also was wir jetzt bis jetzt gesehen haben, war echt cool. Und vielen, vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast. Kein Problem. Gerne. Ich glaube, ich werde im Sommer noch vorbeikommen, oder? Ja, kann man schwitzen. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was wir vielleicht noch filmen sollen. Also vielversprechend sieht es auf jeden Fall aus, ne? Gut, und ihr vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, welche Kameraeinstellung am besten ist. Tipps und Anregungen natürlich auch immer willkommen. Und ich danke dir. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und so weiter und so fort. Und tschüss.